Am Montag ist die Deutsche Bischofskonferenz gestartet. In einer Pressesitzung im Dompfarrzentrum stellte Bischof Dr. Georg Betzing Themenschwerpunkte vor und beantwortete Fragen der Medienvertreter. Das erste und sicher auch durchgängige wird sein, dass wir uns wieder über die Zukunft der Demokratie in unserem Land austauschen werden, beschäftigen werden, so wie wir im Februar diesen Jahres ja unsere Erklärung verabschiedet haben. Und die weltpolitische Lage ist natürlich Gesprächsgegenstand auch in diesen Tagen. Es sind genau 31 Monate, dass jetzt der Angriffskrieg auf die Ukraine andauert. Eine erschreckende Zahl von Monaten, und die Menschen, die dabei ihr Leben gelassen haben, sind in unseren Gebeten und in unseren Gedanken. Und gleichzeitig werden wir uns über die extrem kritische, angespannte Lage im Nahosten beschäftigen. Schwerpunkt wird unter anderem auch die Polizeiseelsorge sein, die heute wichtiger denn je ist. Wir spüren, die Polizei ist in unseren Tagen ganz besonderem Druck, besonderen Notwendigkeiten ausgesetzt. Nicht nur, wenn wir an Großschadenslagen denken. Die persönlichen Gefährdungen von Polizistinnen und Polizisten in unserem Land, der Druck aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen ist so groß, dass wir immer mehr spüren, der Bedarf an Seelsorge, an diesen Menschen, die für uns alle als Bürgerinnen und Bürger im Dienst stehen, wird größer. Und wir wollen die Standards dieser Seelsorge beschreiben unter drei Stichworten: Polizeiseelsorge unabhängig, versöhnlich und professionell. Das sind die Stichworte, die wir miteinander bearbeiten, und die Vorlage ist erstellt worden von Polizeiseelsorgerinnen und Seelsorgern, die die Arbeit natürlich besonders gut kennen. Wird die Landtagswahl in Brandenburg auch im Fokus der Beratung stehen? Ja, ich kommentiere Landtagsergebnisse nicht. Aber sage natürlich, dass ich mit nicht wenig sorgenvollen Blick auf die Ergebnisse der AfD nun anlässlich von 3 Landtagswahlen im September schaue. Dazu haben wir uns ja bereits geäußert. Wenn ich sagte, wir werden uns mit der Frage der Demokratie in unserem Land beschäftigen und austauschen, dann werden wir vor allem auch die Bischöfe aus den östlichen Diözesen unseres Landes dazu hören und deren Einschätzung, die meines Erachtens sehr klug und aufmerksam die Situation beobachten. Und das wird uns ins Gespräch bringen. Dauerthema Kirchenaustritt. Wie soll die Zukunft aussehen? Wir hatten im vergangenen Frühjahr einen Studientag dazu, in dem wir uns mit den qualitativen Erhebungen der sogenannten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung beschäftigt haben und haben dort bestimmte Themen identifiziert, die wir in unsere Kommissionen zur Bearbeitung gegeben haben. Jetzt werden wir dazu Berichte hören und schauen, wie wir das koordinieren können. Das kann uns nicht einfach unbesorgt lassen, ganz im Gegenteil, das muss uns wachrütteln. Sie haben ja erlebt, das ist natürlich ein Thema, das in ganz Europa zur Sprache kommt. Wir haben in der vergangenen Woche die Zahlen der österreichischen katholischen Kirche gesehen, die sind sehr vergleichbar. Wir müssen uns alle die Frage stellen, wie geht Glaube, katholische Kirche, Kirchenbindung mit Säkularität in einer liberalen Gesellschaft zusammen, und wie geht es hoffentlich nicht immer weiter auseinander? Das ist die Zukunftsaufgabe, der wir uns ganz besonders stellen müssen. Rund 61 Bischöfe aus ganz Deutschland sind nach Fulda angereist, um bis zum 26. September zu diskutieren und sich auszutauschen. Und was dabei herauskommt, das bleibt wohl abzuwarten. Osthessen News. Sehen, was bewegt.